Sie sind bei Erfolge bevorzugt. Und kurz zu meinen Gästen. Melanie Thormann fordert als Gesundheitsnavigatorin auf, das Wechselspiel gesunder Mensch, gesundes Business, ja wahrhaftig gesundes Unternehmen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Christian Neuser als Experte für Unternehmensnachfolge sagt, das ist wirklich eine Königsdisziplin. Grigori Kalinski lockt als Online- und Social-Media-Experte, die Kunden mal im Internet zu finden oder sogar zu entdecken. Und Beatrice Mitze, Farbenergie-Expertin, sagt, nutzen Sie den Erfolgsfaktor Farbe. Die Unternehmer heute oder gestern, sage ich mal, die ticken ja unterschiedlich. Das ist ja auch so Ihr Thema. Wenn ich denke, was haben die Generationen früher gesehen, wenn sie ein Unternehmen aufgebaut haben? Wie war Ihr Verhältnis zu den Arbeitskräften? Was verändert sich da? Wenn wir diese Auswirkungen sehen, Mitarbeiter, Unternehmen, was ist Ihre Sichtweise? Was sehen Sie da gerade in den Unternehmen, wenn wir auch an die Nachfolge denken und ja die Brücke bauen? Die Brücke in dem Sinne ist, glaube ich, tatsächlich diese generationsübergreifende Verbindung zu schaffen. Also die alteingesessenen Unternehmer sind ja oft, nicht immer, aber oft noch so gepolt, dass die als Workaholic in ihrem Leben ja den Rhythmus geschaffen haben, 60, 70 Stunden arbeiten, vielleicht noch mehr, unter Umständen die Familie vernachlässigt haben und auch sich selbst vernachlässigt haben. Heute ist es eher so, dass mehr auf Work-Life-Balance, um dieses Wort mal zu benutzen, ja, geachtet wird. Und dort aber eine Balance zu finden, nicht das eine und das andere tatsächlich als Nonplusultra zu sehen, sondern eine Schnittstelle zu schaffen, dass man generationsübergreifend mit Verständnis und Wertschätzung dann da einen gemeinsamen Weg bahnt. Ja, bahnt. Wenn wir daran denken, ein gesundes Unternehmen hat auch viele Kunden, hoffen wir, weil sonst ist das ein bisschen schwierig mit dem Wachstum. Die brauchen wir dazu. Da kommen wir dann bei Ihnen an, Grigori Kalinski. Den Zugriff in Social Media, da habe ich einen Zugriff auf Informationen, auf Mitarbeiter, wenn ich Glück habe, auch auf Nachfolger, wenn ich Glück habe, auf Kunden. Ne? Das ist gezielt anzusetzen. Was ist die größte Hürde, warum vielleicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich denke da so an Dienstleister, Handwerker, vielleicht den Weg noch nicht gewagt haben, sich da auszutoben? Frau Hauter, wenn ich den Markt heutzutage betrachte, dann sehe ich gerade bei den KMUs, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei Dienstleistern, bei Freiberuflern und auch bei Gastronomen dieselben drei Probleme, wenn es um Social Media geht. Das erste ist das Werbebudget. Also es fängt schon damit an, dass die meisten Unternehmen kein konkretes Marketingbudget haben. Das heißt, sie wissen nicht, wie viel sie im Monat oder im Jahr für Werbung ausgeben sollen. Und wenn sie dann doch ein Werbebudget haben, was in der Regel dann sehr limitiert ist, dann setzen sie es falsch ein, weil sie keine ausgearbeitete Marketingstrategie haben. Kunden finden, haben wir jetzt schon mal einen Weg gefunden. Kunden binden wäre das Nächste. Und das heißt sofort den ersten Sympathiefaktor ausstrahlen. Was passiert da eigentlich, wenn ich die falsche Farbe trage? Was sind die größten Erfolgsblockaden, die ich da aufbaue? Ja, also wenn ich die falschen Farben trage, ist das größte Problem ist Umsatzeinbuße. Fange ich schon mal direkt mit an, weil wenn ich nicht das ausstrahle, was ich bin und wofür ich stehe, dann wirke ich nicht kompetent. Und wenn ich nicht kompetent wirke, werde ich nicht ernst genommen. Und darüber verliere ich an Zugkraft. Das heißt, ich baue kein Vertrauen auf. Das Vertrauen fehlt. Und wenn wir dann so diese Einheitskleidung, nenne ich das mal, sehe, in vielen Firmen, da wird leider die Kompetenz von dem einen oder anderen Mitarbeiter gleich in der Kleidung, in der Farbe unterbunden. Und das ist so schade. Weil er muss wirklich mehr arbeiten als die anderen, weil er gegen diese Farbwirkung anarbeitet. Ich glaube, dass der Faktor Mensch immer mehr in den Vordergrund rückt in der Zukunft. Dieses Thema Ausbeuten ist ja einmal beim Chef, wie vorhin schon gesagt, der fängt ja selbst oder fing in der früheren Zeit selbst damit an, sich auszubeuten und hat es an seine Mitarbeiter dann letzten Endes durchmanövriert. In der heutigen Zeit achten ganz, ganz viele oder bemühen sich zumindest auf ihr Körperempfinden zu achten. Und da gilt es auch, hier eine Balance zu finden, den Faktor Mensch mehr zu berücksichtigen. Natürlich möchte der einzelne Mensch sicherlich auch Leistung erbringen, aber doch bitte mit dem Hauptaufgabenmerk auf sich selbst gelenkt und um dann aus sich selbst heraus dann auch für das Team
mit dem er ja arbeitet, dann auch das Beste zu bewirken. Was ist da wirklich zu beachten, wenn ich sage, diese Königsdisziplin möchte ich wirklich meistern, mein Unternehmen gut zu übergeben? Also grundsätzlich muss man halt einfach mal sagen, es gibt verschiedenste Themen, die man beachten muss. Ich will mal das aufgreifen, was Frau Thomann auch gesagt hat. Sie haben ja das gesagt mit dem Thema Generationenwechsel. Es ist lange Zeit im Endeffekt auch, hat ein Übergeber, der das Unternehmen jetzt im Endeffekt übergeben möchte, sich damit auseinandergesetzt, mit dem Unternehmen selbst, mit Herzblut das Ganze aufgebaut, sein Baby. Und daher ist erstmal im ersten Schritt zu beachten einfach, wie geht es denn dem Übergeber damit? Ich muss mir Gedanken machen, im Endeffekt, was sind denn die Kernpunkte, die der Übergeber mit der Nachfolge bezweckt? Häufig will man sich mit so einem Thema gar nicht auseinandersetzen. Ich habe ganz häufig in meinen verschiedenen Mandaten hier das Problem, dass erst in allerletzter Minute überhaupt über eine Nachfolge nachgedacht wird. Das heißt, frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen ist ein ganz wichtiger Aspekt, um sich dann auch lange darauf vorbereiten zu können für die Zeit danach. Weil das ist auch ein großes Thema, was man sehen muss, dass der Übergeber ja auch vielleicht irgendwie seinen Lebensabend genießen will. Und das ist meines Erachtens eine große Herausforderung, die im Endeffekt hier auch beachtet werden muss. Sie sagen, Social Media ist eine Kundenmaschine. Wie kann ich mir das denn nun vorstellen? Stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel ein Restaurant, ein veganes Restaurant. Und stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt gäbe es eine Straße, wo nur vegane Menschen rumlaufen würden. Es gäbe einen veganen Radiosender und eine vegane Zeitung, die nur Veganer lesen würden. Würden Sie als veganer Restaurantbetreiber dort Ihre Werbung platzieren? Ja. Na logisch, weil dort ist Ihre Zielgruppe. Aber gibt es sowas in der Realität? Doch, das gibt es. Und genau das ist Social Media. Sie als Experte für Unternehmensnachfolge sagen wirklich, das ist ein langwieriger und auch manchmal ein harter Prozess. Was sind denn die größten Schwierigkeiten für die Übergeber, also der, der abgeben will, der den Nachfolger sucht? So, gibt mehrere natürlich wiederum. Der meines Erachtens schwerwiegendste oder schwerwiegendste Herausforderung für den Übergeber ist das Loslassen können. Es fängt mal damit an, dass er das über Jahrzehnte lang aufgebaut hat. Der lebt quasi für sein Unternehmen. Er verbringt dort 60, 70, 80, 100 Stunden in der Woche. Und er hat eigentlich in der Regel, wenn es jetzt je nach Generation, vielleicht das Unternehmen auch aufgebaut. Wir reden hier dann über sein eigenes Baby. Und wenn Sie Unternehmen kennen oder Unternehmer kennen, stellen Sie häufig fest, dass Sie auch von Ihrem Baby reden. Das ist eigentlich ein Bestandteil, ein fester, integraler Bestandteil jeder Familie in dem Fall. Und dadurch ist es sehr, sehr schwierig und muss auch über einen langen Prozess begleitet werden, wie im Endeffekt der Unternehmer so langsam loslassen kann. Weil das, was wir ganz häufig sehen, es wird eine Nachfolge gemacht, aber am Ende ist dann zum Beispiel in der Familie eine Übergabe erfolgt, wer ist aber immer noch da, auch teilweise bis 90 oder 100 Jahre am besten, der Unternehmer. Und wir haben das ganz häufig, dass der allein, dass er da ist, eigenes Büro hat, jeden Tag rein und rausgehen kann und macht damit dem Nachfolger das Leben auch schwer. Auch wenn er es unbewusst macht, kommt häufig vor, dass er dann hergeht und sagt, irgendwo in kleinere Themen eingreift. Es muss nur, dass er an der Maschine vorbeiläuft, der Maschinist sagt irgendwas und er gibt eine Aussage dazu. Und schon reagiert der Mitarbeiter drauf. Und das ist diese Herausforderung, die eigentlich da langfristig vorbereitet werden muss. Und es muss, sage ich mal, ein neuer Lebensabschnitt vorbereitet werden. Und der Unternehmer sollte wirklich dann auch dann was finden, was er danach machen kann. Die Herausforderung ist, wie gesagt, das Unternehmen vorzubereiten. Und das können Sie als Übergeber schon frühzeitig machen, indem Sie Führungsstrukturen einziehen. Sie machen es einem Nachfolger viel einfacher, wenn Sie eine zweite oder dritte Führungsebene auch haben. Das geht auch bei kleinen Betrieben, wo Sie wirklich sicherstellen müssen, dass teilweise Entscheidungen nicht immer nur beim Patriarch, beim Unternehmer selber getroffen werden, sondern wirklich dazu übergehen und sagen, okay, ich habe in der zweiten Führungsebene Leute, die vielleicht spezielle Themen übernehmen können. Wie kann das aussehen, dass ich es hinbekomme, den Menschen, das Team und das Unternehmen wirklich gesunden zu lassen oder gesünder werden zu lassen? Im Grunde genommen würde ich da ganz gerne anknüpfen, was Herr Neusser gesagt hat, nämlich genau diese alte Generation, die sich wirklich aufgeopfert hat für das Unternehmen und das an die neue Generation übergeben möchte.
Dieser Punkt, den er angesprochen hat, dass die neue Generation das gar nicht mehr möchte, weil sie nämlich gesehen hat, wie es nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, ja, das möchten die sich ja nicht aufbürden. So, und da jetzt auch wiederum diese Balance zu finden zwischen alt und neu, also nicht zu sagen, das eine ist schlecht und das andere ist gut, sondern zu sagen, was kann ich übernehmen, was macht Sinn und wo braucht es frischen Wind, wie auch immer. Die neuen Besen, die kehren, dann aber wirklich mit einer gewissen Wertschätzung. Und ich setze da gerne auch eine Schnittstelle. Also ich sehe da wirklich eine Schnittstelle zwischen der klassischen Unternehmensberatung, die da wirklich für die Prozesse zuständig ist, und dem sogenannten betrieblichen Gesundheitsmanagement, ja, was ja auch in aller Munde ist. Und dazwischen ist eine riesige Kluft, die im Moment noch nicht gefüllt wird, weil keiner weiß wie. Und da aber zu sagen, okay, es gibt hier Ansatzpunkte zu schauen, wie kann ich mich selbst, also mal angesetzt vom Unternehmer, wie kann ich mich selbst als Unternehmer gesund aufstellen, damit mir das nicht passiert, dass ich nicht in diese Falle tapse, in die mein Vater, mein Großvater, wie auch immer, gefallen sind. Wie kann ich hier für mich eine Ebene finden, dass es mir gut geht, dass ich für mich selbst gut dastehe, für meine Familie und auch für meine Freunde, aber auch ganz besonders für mein Unternehmen, um dann dafür zu sorgen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, aber wirklich gut geht. Wir sprechen von, gerade als Unternehmer, von einzigartig sein, sich abheben, Individualität leben. Ja, aber wo bleibt die? Dann sind wir in den Businessfarben wieder gleich, ob das die Kleidungsfarbe ist, ja, ob das die Logofarben sind. Ja, jetzt momentan ist da auch wieder ein Trend. Da schaue ich mir Webseiten an und eine, das sind völlig unterschiedliche Unternehmensthemen. Und trotzdem haben wir einen Einheitsbrei an Farben. Und es ist so wichtig zu sagen, ja, was will ich denn ausdrücken? Ja? Was will ich auch mit meiner Kleidung? Also mein Satz ist auch immer, schau dir genau an, was du im Leben anziehen möchtest. Und dann blick in den Kleiderschrank und das zieh dann mal an. Wenn ich jetzt mal an Firmenfarben denke, an für mein Logo. Wir kennen große Firmen, habe ich vorhin schon gesagt, da weiß man, aha, Magenta, ne, zack, fallen die Firmen ein. Rot, ne, zack, fallen Firmen ein. Blau. Wie kann ich auffallen in dem Boost? Eigentlich sind ja alle Farben vergeben, wenn ich jetzt als Kleidungsunternehmer anfange. Alle haben die irgendwie mal besetzt. Oder gibt es da eine Möglichkeit, trotzdem aufzufallen mit meiner Farbkombination? Absolut. Ich falle in dem Moment auf, wenn ich authentisch bin mit dem, was ich darüber bringe. Und Farben, das habe ich einen Satz mal gesagt, Farben sind Schwingungen. Sie wirken. Und diese Schwingungen, die gehen in Resonanz, Ursache und Wirkung. Und die gehen erstmal in Resonanz, darum geht es als erstes in meinem Unternehmen, mit mir. Was will ich ausdrücken? Was will ich rüberbringen? Was ist meine Essenz? Und diese Essenz, die wird tatsächlich durch eine Farbschwingung begleitet. Und nicht nur eine, das ist es ja. Es ist selten nur eine Farbe, es sind mehrere Farben. Und diese Kombination, die macht es dann einzigartig. Herr Kalinski, den Kundenstrom mal in Social Media zu starten. Was sind die ersten Schritte, wenn ich anfangen wollte? Überlegen Sie sich als erstes, was mache ich an spontanen Marketingaktionen, die nicht geplant sind. Hier mal ein Radio-Jingle, da mal eine Anzeige in der Zeitung. Also alles Dinge, die Sie Geld kosten, aber keinen Kunden bringen. Dieses Geld können Sie effizient nutzen. Wenn Sie also bis dato noch kein konkretes Budget eingeplant haben, dann planen Sie sich einfach ein monatliches Werbebudget ein. Wenn Sie schon ein Marketingbudget haben, dann überlegen Sie sich, hat es denn was gebracht? Und wäre es vielleicht nicht auch mal ein Weg, Social Media zu nutzen? Und jetzt Vorsicht, wenn Sie schon mal Social Media ausprobiert haben und es nicht wirklich geklappt hat, dann seien Sie ganz ehrlich zu sich selbst. Warum hat es denn nicht funktioniert? Vielleicht liegt es an der falschen Herangehensweise. Und wäre es nicht sinnvoller, in Zukunft vielleicht einen Social Media Profi an seiner Seite zu haben? Und jetzt tauchen wir noch mal ein in die Gesundung mit Farben. Denn Farbe kann auch unterstützen, stärken, mein Selbstbewusstsein steigern. Also Farbe kann eine ganze Welt mehr und eine ganze Menge mehr. Was wäre so der erste Tipp, wenn ich jetzt so von meinem, wie könnte ich anfangen zu verstehen, habe ich mich verlaufen in der Farbwelt oder habe ich gar keine Farbwelt vielleicht? Ja, könnte ja auch sein. Ja, also es beginnt tatsächlich mit dem Blick in den Kleiderschrank, ja, was wir ja jeden Morgen machen. Und auch da mal rauszutreten, das heißt, einen Schritt zurückzugehen, meinen Kleiderschrank mal auf mich wirken zu lassen und zu sagen, bin ich die oder der,
was mir da entgegen leuchtet oder nicht leuchtet. Tauche ich ab ins Nebel des Grauen, sag ich mal, fast schon. Also nur duster, ist dann nur duster, sag aber zu mir, ich möchte jetzt nach vorne preschen. Aber mein Kleiderschrank erzählt mir, Moment, da ist nichts mit einzigartig und nach vorne preschen. Und dann sich vielleicht auch mal anzuschauen, was habe ich da im Kleiderschrank, was ich lange nicht anhatte. Und ach, guck mal, das ist auf einmal eine ganz andere Farbe. Und mal den Mut zu haben, zu sagen, das ziehe ich auch mal an und guck mal, wie fühle ich mich damit. Ganz wichtig ist eben auch der Aspekt, zu wahrzunehmen, wie fühle ich mich mit dem, was ich da anhabe. Herzlichen Dank an meine Gäste. Und nochmal so eine kleine Runde. Melanie Thormann als Gesundheitsnavigatorin hat uns wirklich eingeladen, Gesundheit ganzheitlicher, vielfältiger, größer zu betrachten, als wir es manchmal tun und auch in dem Dschungel ein bisschen mehr zurechtzufinden zu können. Ganz lieben Dank dafür. Christian Neuse als Experte für Unternehmensnachfolge, ja, wirklich Unternehmenswerte zu erhalten, zu schaffen, motiviert frühzeitig drauf zu gucken, um langfristig auch für unsere Wirtschaft Sicherheit zu schaffen, die wir da in dem Fall auch brauchen. Grigori Kalinski als Online- und Social-Media-Berater, er hat einfach charmant die Tür geöffnet, Mut zu haben, in eine zweite Welt des Internets zu treten, auch wenn Sie nicht 24 Stunden mehr gefunden haben, vielleicht ein bisschen Zeit dort zu verbringen. Und Sie, Beatrice Mietze, Sie haben ganz klar gesagt, Farbe als Erfolgsfaktor, es muss nicht kunterbunt sein, aber es kann farbiger werden. Recht herzlichen Dank dafür. Und alles dreht sich um Ihr Leben, alles dreht sich um die vier großen Lebensbereiche, denn es soll bei Ihnen rundlaufen. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, sind Sie jetzt gerade auf meinem YouTube-Kanal, damit Sie keine Sendung mehr verpassen. Abonnieren Sie jetzt bitte den Kanal, denn dann heißt es bald wieder schon, Erfolge bevorzugt. Und stellen Sie sich vor, Sie könnten vielleicht auch in den Zuschauerrängen sitzen oder vielleicht demnächst an meiner Seite Platz nehmen. All diese Informationen finden Sie unter diesem Video. Und mein Name ist Martina Hauter und Ihr Erfolg liegt mir am Herzen. Tschüss, bis bald.